Willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum. Wie ihr seht, es geht um die Nachrüstung eines digitalen Kombi-Instrumentes, IPC. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Gut, fangen wir an. Also, was braucht ihr, um das Ganze nachzurüsten? Ihr braucht ein neues Kombi-Instrument. Sieht dann so aus, komplett digital. Und das wollen wir jetzt gegen das alte analoge einfach austauschen. Wie das Ganze funktioniert, was zu beachten ist, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Also für all diejenigen, die das Ganze nachrüsten möchten, kommen jetzt die folgenden Tipps, Infos und die Schritte, wie man das Ganze denn durchführt. Als allererstes müsst ihr euch ein digitales Kombi-Instrument besorgen. Die Nummer, also die Teilnummer, blende ich euch ein. Auch hier gibt es irgendwann mal natürlich neuere Versionen. Ich blende euch jetzt die ein, die ich jetzt hier verwende. Und beim Kauf müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass der Kilometerstand kleiner ist als euer eigener. Wieso? Wir können oder müssen nachher das Ding natürlich programmieren. Und wir müssen natürlich auch den richtigen Kilometerstand einstellen. Und den Kilometerstand können wir jeweils immer nur erhöhen. Wir können ihn nicht kleiner machen. Das ist extra so gemacht, damit da halt kein Schmuh gemacht wird. Also nicht hier irgendjemand denkt, er kann jetzt seine Kilometer beliebig abändern oder reduzieren, wie auch immer. Also, wenn ihr euch ein Kombi-Instrument ausgesucht habt mit einem Kilometerstand niedriger als eurer, dann kann es eigentlich auch schon losgehen. Ob das Kombi-Instrument jetzt in einem Automatik drin war, in einem Handschalter, Benziner, Diesel, spielt eigentlich keine Rolle. Weil die ganzen Daten aus unserem aktuellen analogen Kombi-Instrument, die ziehen wir per Forscan raus und programmieren nachher das Ganze hier komplett wieder ein. Sprich, wir sagen nachher dem Kombi-Instrument, ob das Auto jetzt eine Automatik ist, ein Handschalter, Linkslenker, Rechtslenker, wie auch immer, das kriegt er im Nachgang alles von uns gesagt. Ja, diese Kombi-Instrumente werden zu verschiedenen Preisen verkauft. Ich habe da wirklich Monate drauf gewartet. Aktuell stand, sag ich mal, die letzten Monate waren die Dinger für ca. 1500, 1800 Euro zu haben. War mir einfach zu teuer, um jetzt das Ganze halt zu tauschen. Und ich habe den hier jetzt inklusive allem Pipapo für um die 600, sage ich jetzt mal, bekommen. Ein Tickchen günstiger, aber um die 600 war es. Kam aus England, inklusive Zoll und allem, was dazugehört, hat es mich dann, wie gesagt, um die 600 Euro gekostet. Aber jetzt habe ich ein Kombi-Instrument, also wieder was Neues zum Spielen. Deshalb mache ich das Ganze ja. Gut, und ja, ich verlinke euch alles, was ihr dazu braucht, also inklusive der Suche, wie immer unten in meiner, in der Videobeschreibung und auch auf meiner Internetseite. Okay. Also, als allererstes verbinden wir uns mit der Forscan-Software, mit unserem analogen Kombi-Instrument noch und gehen dann auf das IPC-S-Bild. Und dort haben wir alle Daten als Rohdaten, also in Hexadezimal-Schreibweise. Und da speichern wir uns einfach ab. Also mit Save All speichern wir uns alles ab. Und somit haben wir die komplette aktuelle Konfiguration des Kombi-Instrumentes abgespeichert. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir notieren uns den Kilometerstand von unserem aktuellen Kombi-Instrument, also den richtigen tatsächlichen Kilometerstand. Das waren schon die zwei Vorbereitungen. Jetzt geht es eigentlich nur noch um die Fleißarbeit. Also, los geht's. Als allererstes müssen wir hier die Abdeckung vom Sync-Display abmachen, die drei Schrauben lösen, das Sync-Display abmachen. Dieser Stecker ist ein bisschen fummelig abzumachen, aber geht. Und habt ihr das erledigt, kommen dann die zwei Schrauben hier vorne, die löst ihr einfach und dann wird die Blende abgemacht. Die könnt ihr komplett abmachen oder, so wie ich, nur zu einem Teil abmachen. Ihr müsst also nicht komplett abmachen, wenn ihr nicht wollt. Und im nächsten Schritt müssen wir hier die Blende am Lenkrad abmachen. Das ist einfach nur so festgeklipst, ist auch wieder ein bisschen Fummelarbeit, dass man das abbekommt, aber nichts Wildes. Ist wirklich nur festgeklipst und habt ihr das Ganze abgemacht, sehen wir unten schon die zwei Schrauben, die das Kombi-Instrument festhalten. Die können wir einfach abschrauben
und schon haben wir fast die ganze Arbeit hinter uns. Hier vorne noch diese Abdeckung, die kann man hochziehen. Wenn man es weiß, kann man vorher das Ganze hochziehen und danach natürlich die Schrauben abmachen. Ist das erledigt? Fehlt jetzt noch die eine Schraube rechts. Deshalb mussten wir auch die Blende abmachen. Die Schraube machen wir ab. Und ist das erledigt, können wir im Prinzip die ganze Blende, die das Kombi-Instrument festhält, abmachen. Auch die ist nun geklipst. Hier wie immer ein bisschen Vorsicht, ein bisschen drücken, drücken, ziehen, mit ein bisschen Gefühl dran gehen und dann könnt ihr das Ganze auch schon abziehen. Haben wir die Blende vom Kombi-Instrument abgezogen, sehen wir oben noch zwei Schrauben. Diese zwei Schrauben lösen wir und schon ist das Kombi-Instrument frei und zugänglich. Danach können wir es einfach nur rausziehen, den Stecker hinten abmachen und das war's prinzipiell schon. Jetzt können wir das neue digitale Kombi-Instrument einfach anschließen und bevor wir jetzt alles nochmal zusammenbauen, prüfen wir natürlich, ob alles funktioniert. Also einschalten und wir sehen, das Kombi-Instrument startet. Ist natürlich noch die Originalkonfiguration, sprich, die müssen wir noch ändern. Sprache ist dann auch auf Englisch eingestellt und. Alles kein Thema, weil wir haben ja alles gesichert. Also, im nächsten Schritt ist es so, dass wir jetzt mit Forescan uns nochmal verbinden und ich sichere mir die aktuelle Konfiguration nochmal von dem Digitalen, damit ich weiß, okay, das sind die Originaleinstellungen des digitalen Kombi-Instrumentes. Ist das erledigt, kann ich dann mit Load All meine originalen Daten vom analogen Kombi-Instrument laden und dann mit Save All einfach die Daten komplett auf das digitale Kombi-Instrument draufladen. Ist das erledigt, haben wir schon fast alles fertig. Außer natürlich noch eine Sache, nämlich der Kilometerstand. Der muss angepasst werden. Hier haben wir einen extra Menüpunkt, auf den gehen wir. Es kommt ein Hinweis, dass man nur die Anzahl also erhöhen kann. Man kann sie nicht reduzieren. Deshalb auch der wichtige Hinweis, dass ihr euch ein Kombi-Instrument, digitales Kombi-Instrument kauft mit weniger Kilometern, weil ihr könnt immer nur erhöhen. Und nein, wenn ihr jetzt auf die Idee kommt, ich trage da 9999 ein, fahre dann einen Kilometer, da bin ich ja bei 0 und erhöhe dann entsprechend, das funktioniert nicht. Kombi-Instrument digital bleibt auf 9999 stehen. Der geht nicht mehr auf 0 zurück. Also das könnt ihr euch komplett abschminken. Genau, ist der neue Kilometerstand eingespeichert, dann sind wir prinzipiell fertig. Ihr könnt also nochmal alles in umgekehrter Reihenfolge zurückbauen, festmachen und das neue digitale Kombi-Instrument genießen. Es gibt einige, die berichten, dass bei dem Tausch des Kombi-Instrumentes die LED für die Handbremse dauerhaft leuchtet und somit die Batterie leer gezogen wird. Das war jetzt bei mir nicht der Fall. Bei mir ist es so, ich schalte das Ganze aus, Kombi-Instrument geht auch komplett aus. Je nachdem, wenn ein Modul noch nicht richtig heruntergefahren ist, hatte ich auch schon mal beobachtet, da geht das Kombi-Instrument noch mal kurz an, bleibt dann aber dauerhaft aus. Ja, das war's zu diesem spannenden Thema, Kombi-Instrument, wie man das Ganze denn tauscht. Und ja, viel Spaß beim Nachmachen, viel Erfolg. Ja, über einen Kommentar wie immer unter dem Video würde ich mich freuen, ob euch solche Sachen gefallen. Wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.